Das Portfolio ist gemacht worden in Zusammenarbeit mit dem Walter Keller. Es sind 65 Aufnahmen. Es geht immer um das einzelne Bild. Das erste Bild zeigt den Bogoria-See in Kenia mit einem Schwarm von Zwergflamingos. Die Löcher, die man sieht in dem Flamingoteich, sind Heissquellen. Und Flamingos kommen da in den See eigentlich nicht zur Fortpflanzung, sondern lediglich zur Nahrungsaufnahme. Und die werden ja rosarot durch die Aufnahme von roten Kleinlebewesen. Wenn sie geboren sind, sind sie schneeweiß. Im Zoo dürfen sie mit Paprika rot machen. Das ist Yellowstone. Der Grand Prismatic Spring ist eigentlich eine Heissquelle, die grösste, die es überhaupt gibt. Und die Färbung ist, sind Kleinlebewesen in Abstufung von der Temperatur. Und da sind auch andere Algen und Mikroorganismen und geben eine andere Färbung. Die Färbung ändert auch im Laufe der Jahreszeiten. Am Morgen früh gibt die Heissquelle so viel Dampf ab, dass man sie praktisch gar nicht sieht. Darum muss man dann am Nachmittag gehen, beim steilsten Licht, wo eigentlich ein Fotograf sonst gar nichts macht. Das Dorf La Besanga in Mali, auf einer Insel im Niger. Für mich noch immer das schönste Dorf Afrikas. Die Regierung wollte das umsiedeln, von einer Insel aufs Festland, einfach aus administrativer Bequemlichkeit. Als ich dann sagte, aber wenn ich jetzt das Bild veröffentliche, werden alle Leute das sehen und dann wird die Regierung nicht mehr wagen, die Umsiedlung vorzunehmen. Und so war es, das wurde dann von National Geographic gedruckt und von Swissair in einem Plakat und. Millionenfach. Und heute ist die Regierung stolz auf dieses Dorf und schickt alle Touristen dahin. Wahrscheinlich ist es jetzt schon aus touristischen Gründen verkommen. Ich bin stundenlang in einem Zeppelin über Tokio geflogen und die Bedingung, dass ich mit durfte, war, dass ich auf keinen Fall sie dazu verleiten würde, über bestimmte Stadtteile zu fliegen. Wir waren eine halbe Stunde in der Luft, da kamen sie zu mir und sagten, wohin möchten sie fliegen? Das ist ein Schlüsselbild für meine Iran-Geschichte. Ich glaube, das zeigt einen der Gründe, warum diese Revolution kam. Das sind in der Nähe von Teheran Lastwagen, die ihre Bitumen- und Asphaltspuren hinterlassen. Und für ein Volk, das derart auf Schönheit trainiert ist wie die Perser, war diese überhastete Industrialisierung im Grunde genommen eine Zumutung. Und hat die herausgefordert. Und am richtigen Moment ist immer noch ein roter Lastwagen. Ein Scharrbild, etwa 100 Meter hoch, vielleicht 1000 Jahre alt, hat mich fast das Leben gekostet. Ich flog in einem kleinen Flugzeug, wusste nicht, dass das ein verbotenes Gebiet ist. Und die wollten mich abschießen. Plötzlich sagte jemand, aber da ist doch in diesem Flugzeug auch General Jensen. Ich flog nämlich mit dem früheren Oberbefehlshaber der chilenischen Luftwaffe. Und als ich dann am Abend ihn traf, um die Flugbesprechung zu machen, war er ganz erschüttert. Aber die haben es dann im letzten Moment vermieden.